Stell dir vor, dein Verein kriegt einen neuen Trainer. Die ersten 8 Spiele ist er ungeschlagen. Auf einmal gibt es 4 Niederlagen in Folge. Das klingt zwar wie ein komischer Scherz und würde auch passen zum heutigen Datum so ein bisschen. Am Ostermontag, den 1. April. Leider ist es die bittere Realität. Servus und herzlich willkommen zum 60er.de Talk Nummer 151, wo wir leider mal wieder, wie schon angesprochen, über eine Niederlage der Löwen reden müssen. Und zwar beim Tabellenletzten. Dem SC Freiburg 2. Dazu habe ich zu Gast einmal den Thomas, der war vor Ort. Sieht man auch am Bild, wenn ihr uns auf YouTube verfolgt. Servus, Thomas. Ja, servus miteinander. Du wirst quasi dann die Eindrücke von vor Ort schildern können und die Runde komplettiert. Unser Dauergast, würde ich einfach mal sagen. Bernd, schön, dass du auch da bist, Bernd. Servus. Ja, grüß euch beieinander. Eindrücke von Ort kann ich aber allerdings auch vermitteln. Ich war ja auch da. Da schau her, guck mal, dann haben wir zwei Fahrer, die. Ja, Aus dem ich kann es Block, aus dem bezeugen, der Gästeblock Bernd schildern stand können. nicht weit weg von mir. Na, dann fangen wir doch mal an. Wie war es denn anreisemäßig? Du hast das E-Auto gewählt, habe ich gelesen, Thomas, in deinen Giesinger Gedanken. Alles soweit gut geklappt und konntest vor Ort laden oder wie ist die Infrastruktur am Dreisamen Stadion? Ja, das ist ziemlich geil, muss ich sagen, weil es gibt an der Trambahnhaltestelle Larsberger Straße mehrere Ladesäulen und dieses Mal war auch die mit der hohen Leistung frei, als ich angekommen bin. Und somit war das gute Auto wieder vollgeladen nach Spielende und ich konnte ohne weiteren Ladestopp zurück in die Landeshauptstadt München brausen. Sehr gut. Genau, also das hat wirklich gut geklappt. Ansonsten war der Nachmittag ja nicht so von Erfolg gekrönt. Ehrlich gesagt hat es mich gar nicht so überrascht, weil ich hatte eigentlich ziemlich genau so ein Spiel erwartet, wie wir es dann auch gesehen haben. Also 60 hat sich aus meiner Sicht extrem schwer getan gegen die Freiburger, hatte zwar, ich denke, zwei ziemlich gute Chancen, die auch schön anzusehen waren von Lakenmacher, da wo er den mit der Brust stoppt und aus der Drehung an die Latte schießt. Und der Volleyschuss von dem Güler war auch sehr geil, war auch ein schöner Angriff. Den hat der Freiburger Torwart wirklich sensationell rausgeholt, muss ich sagen. Den hält nicht jeder, schon gar nicht in der dritten Liga. Aber insgesamt sah ich so ein bisschen einen Rückfall in finstere Jakobacci-Zeiten, möchte ich mal sagen, weil das, was die so nach vorne gebracht haben, war schon sehr träge und nicht besonders bissig und ziemlich einfallslos, würde ich wirklich sagen. Und wir hatten ja im letzten Talk, wo ich dabei war, auch schon thematisiert, dass das Freiburg zwar Tabellenletzter ist, aber einen ziemlichen Lauf hat, nichtsdestotrotz im Moment. Und insofern haben die uns dann die Butter vom Brot genommen am Ende. Und was mich, ja, also, was ich so nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt, unter dem Yannickis, vielleicht sage ich es mal so, ist, dass nach dem Gegentreffer, und der war, glaube ich, in der 70. Minute, 60 keine einzige Chance mehr hatte, eigentlich auf den Ausgleich. Insofern war das eine verdiente Niederlage in einem Spiel, was mei, genauso gut unentschieden ausgehen kann aus meiner Sicht oder mit ein bisschen Glück, wenn der Lakenmacher oder der Güler halt das Tor trifft, gewinnst es auch, aber du darfst dich da nicht über eine Niederlage beschweren, so wie es gelaufen ist aus meiner Sicht. Okay. Das heißt, hohe Leistung an der Ladesäule und schwache Leistung auf dem Platz, ist das so ein bisschen der Slogan, den man sagen könnte. Bernd, wie siehst du es denn du? Du warst ja zuversichtlich vor der Partie, dass man Punkte mitnehmen, hast geschrieben in der Taktiktafel. Hat es jetzt natürlich leider nicht gereicht mit der Niederlage, mit der knappen in Freiburg. Wie war denn insgesamt, also wie war denn die Leistung tatsächlich auf dem Platz aus deiner Sicht? Also die Leistung auf dem Platz war grundsätzlich meiner Meinung nach zu wenig bissig gegen am Ball. Wir haben oft viel zu viel Abstand gehabt vom verteidigenden Spieler zum jeweiligen Passempfänger. Wir haben erst nachdem wir das Tor kassiert haben, in sowas wie ein Pressing neu gefunden. Es war generell auch relativ wenig Gegenpressing-Bissigkeit bei uns da. Man hat sich immer eher gestellt, anstatt zu attackieren dann.
Das war, glaube ich, unser größtes Problem. Nach vorne hat das Spieltempo zwar grundsätzlich meiner Meinung nach gestimmt, aber die Präzision war halt wirklich nicht da, wo man sie gerne hätte. Wir haben zwar insgesamt eine Passgenauigkeit von 80%, was nicht wirklich schlecht ist, aber da ist Freiburg auch noch mal fast 10% besser gewesen in dem Spiel, und das lag bei denen nicht daran, dass sie viel hinten rumgespielt hätten oder so. Die haben wirklich da ein sehr, sehr hochklassiges Kombinationsspiel aufgezogen. Man sieht es auch so in den durchschnittlichen Längen der Ballbesitzphasen. Also Freiburg hat im Schnitt 5 Pässe gespielt pro Ballbesitzphase, wir knapp über 3. Das sind alles so Sachen, die ein bisschen arg auffällig waren, was jetzt allerdings dabei ein bisschen untergegangen ist, ja. Wir haben uns doch durchaus Schusschancen und Torchancen erspielt. Das Problem war nur, dass viele davon einfach auch von den Freiburgern geblockt werden konnten, was bei uns jetzt überhaupt nicht der Fall war. Wir haben keinen einzigen Freiburger Schuss blocken können. Das darf auch nicht passieren. Ja, und die angesprochenen Chancen vom Lakenmacher und Güler waren natürlich nicht schlecht. Dann hat der Schröter von draußen noch einen Ball aufs Tor gebracht, den der Torwart auch dann über die Latte gelenkt hätte. Wenn der da nicht mit der Hand hingekommen wäre, wäre der auch reingefallen. Und dann waren noch andere Chancen. Rieder, Verlat, nach dem Gegentreffer hat man übrigens auch noch eine vom Greilinger per Kopf in der 75. Nach einer Ecke, aber alles in allem hat mir gegen den Ball ein bisschen die Bissigkeit gefehlt. Und was jetzt tatsächlich auffällt, also es mag ja sein, dass ich mich jetzt da täusche, aber mit Frei auf dem Platz und mit Rheinthaler auf dem Platz hat es immer anders ausgeschaut. Ich mag jetzt nicht die ganzen Punktverluste, Niederlagen und so weiter an den zwei Spielern aufhängen. Ja, aber schauen wir mal, vielleicht können die gegen Viktoria Köln wieder spielen und wie dann die Defensivleistung wieder ausschaut. Was irgendwie mir aufgefallen ist, also vor allem wenn man jetzt nur die Zusammenfassungen anschaut, ist, dass es doch sehr viele Einladungen gab unserer Defensive, also wirklich Unzulänglichkeiten, also Fehlpässe in brisanten Situationen, wo es dann echt knapp wurde. Man kann vielleicht auch den Gegentreffer so ein bisschen dazu zählen. Die Kopfabwehr war ja so eine Bogenlampe, auch nicht ausreichend weit rausgeklärt. Ist es einfach fehlende Unkonzentriertheit oder hat Freiburg das in der Offensive auch einfach gut gemacht und die Defensive, also unsere Jungs, gut gestresst? Die haben wahnsinnig viel Stress ausgeübt durch das Pressing und das Gegenpressing, das sie einfach drauf haben. Und ja, das Gegentor, also da dem Verlat das jetzt hundertprozentig anzulasten, finde ich halt den falschen Ansatz, weil wenn man sich jetzt mal komplett anschaut, ja, wir machen einen Befreiungsschlag in die gegnerische Hälfte. Da fällt der Ball runter. Der Schwarz steht eigentlich neben dem Spieler, der den annimmt, kann die Annahme aber nicht einmal stören. Dann kommt ein Pass über die Mittellinie im Mittelkreis. Der Spieler, ich glaube, ich habe es jetzt richtig im Kopf, spielt dann kurz nach rechts ab. Da ist dann der spätere Torschütze am Ball. Rieder stellt ihn, greift ihn aber nicht an, dann geht der am Rieder vorbei, spielt einen Diagonalpass nach vorne. In dem Moment, wo der Pass ankommt, läuft der Johansson los, Vollgas, und der Guttau müsste einfach nur an dem Johansson dranbleiben und mit dem mitlaufen, dann erwischt er den folgenden Pass nicht. Und der Guttau bleibt einfach stehen und plötzlich sieht sich der Greilinger nicht nur gegen den, der dann den Ball auf den Johansson spielt, sondern muss dann mit dem Johansson auch noch mitgehen und quasi da dann diese Defensivposition verlassen. Dann kommt vom Johansson der Ball nach innen, Verlat ein bisschen in Rücklage, köpft natürlich unglücklich da an den 16er hin, aber dass so ein Volleyschuss aus der Entfernung dann direkt neben dem Pfosten einschlägt. Das ist halt auch wieder so eine Sache, wo du sagen kannst, ja, also oft macht der den nicht. So. Auch wieder richtig.
Aber er kriegt ihn halt auch nicht oft direkt auf den Fuß serviert von der gegnerischen Verteidigung. Also Ja, das ist muss schon ich jetzt richtig, aber einfach schon selbst. nochmal sagen. Ja, Und das ist schon richtig, aber nichtsdestotrotz fängt die Fehlerkette noch viel weiter vorne an. das stimmt schon, aber wenn der Verlat den gescheit rausköpft, dann passiert es halt auch nicht, trotz der Ja, aber Fehlerkette. er war halt nun mal leicht in Rücklage bei dem Kopfball und man kann sich jetzt über die Richtung von der Kopfballabwehr streiten, dass das dumm war, da in die so diagonal in die Mitte zu köpfen. Das können wir so stehen lassen. Aber grundsätzlich, was soll er sonst machen? Soll er den Ball passieren lassen? Der Nee, muss ja also ich meine, hingehen, ja. ich unterstelle da keine Absicht oder so, aber es ist halt schon so, dass, weiß ich nicht, in Schulnoten ausgedrückt ist es halt leider schon irgendwie mangelhaft, dieser Kopfball, und dann fängst du dir halt so ein Tor ein in einem Spiel. Und das fand ich halt so ärgerlich, wo zu diesem Zeitpunkt schon klar war, weil ich hatte wirklich 2 Minuten vorher mit meinem Nachbarn drüber geredet, dass dieses Spiel derjenige gewinnen wird, der das erste Tor schießt. Also das war jetzt aus meiner Sicht schon irgendwie klar. Und dann fängst du halt wieder so einen blöden. Und du hast halt jetzt überhaupt nicht reagiert irgendwie mit irgendeiner Form von Schlussoffensive. Und das macht mich jetzt nicht gerade optimistisch für die nächsten paar Spiele, die noch anstehen. Und jetzt haben wir noch 6 Punkte nach unten. Also ich bin schon etwas weniger relaxed, als ich noch vor ein paar Wochen war, wenn ich auf die Tabelle schaue. Recht auch, würde ich sagen. Ja, wenn man das gucken wir uns nachher nochmal an vor der Diskussion zum Köln-Spiel. Bleiben wir mal kurz in Freiburg. Also in der Startaufstellung gab es ja drei Änderungen. Verlat stark und ich würde jetzt mal sagen, sehr überraschend. Frenetzi sind mit reingerutscht. Für Glück, der ist gesperrt gewesen. Steinhardt und Ancici. Thomas, vielleicht erstmal die Frage an dich. Frenetzi war schon eine interessante oder eine überraschende Personalentscheidung, die man so dann nicht erwartet hat, oder wie ging es dir damit? Also überraschend war es schon, aber so dramatisch außergewöhnlich fand ich das jetzt tatsächlich auch nicht, weil wen hätte man sonst bringen können auf der Position? Und ich meine, der Frenizi hat jetzt wirklich nicht besonders stark gespielt die letzten Spiele. Ich finde aber am Samstag hat man gesehen, dass er sich wirklich Mühe gegeben hat. Auch ein bisschen mannschaftsdienlicher zu spielen als die letzten Spiele. Und insofern, ja, finde ich, kann man den schon aufstellen. Und ich weiß nicht genau, wen du als Alternative gesehen hättest. Also Zenolao würde sich vielleicht noch anbieten. Also da finde ich schon, dass man bei dem sieht, dass der ganz gewaltig neben sich steht im Moment. Also als der eingewechselt wurde, konnte ich verstehen, dass der Frenetzi den Vorzug erhalten hat. Also der ist, glaube ich, gerade ziemlich im Formtief. Okay. Bernd, wie siehst du es? Schließt du dich Thomas an? Ja, also grundsätzlich anstatt ein Frenetzi hätte man möglicherweise mal den Muteba ins kalte Wasser schmeißen können. Ich weiß natürlich nicht, wie weit der schon ist und wie gut der im Training performt. Von daher ist es, hätte man können, aber der Trainer sieht sicherlich am besten und weiß ganz genau, wen er da wo aufstellt. Andere Möglichkeiten weiß ich jetzt nicht wirklich. Also ich habe jetzt auch gerade nicht hundertprozentig im Kopf, wer alles möglicherweise verletzungsbedingt ausfällt. Auf der Position kann man noch den Sülemani spielen lassen und auf jeden Fall auch den Urutakba. Aber dann muss man halt das System ein bisschen umstellen und dann haben wir wieder diese 4-4-2-Geschichte. Okay. Nee, also alles gut. Ist ja legitim, wenn ihr das so begründet. Ich würde sagen, alles Weitere, wer interessiert ist daran, die Taktiktafel ist schon online, jetzt seit heute Abend. Also wir nehmen ja am Montag auf. Da gibt es noch ausführliche Details vom Bernd zum Spiel auf dem grünen Rasen. Wir gucken nochmal in den Blog. Ihr wart ja beide anwesend, habt ihr gesagt, in Freiburg. Es waren so 1400, 1500 Löwenfans.
an sich eine sehr stattliche Geschichte, die da wieder mitgereist ist am Ostersamstag. Wie war denn die Stimmung allgemein über Spiel hinweg, Thomas? Ja, ich stand im erstmals geöffneten Block L. Das war also ziemlich mittig. Man sieht es auf dem Foto, das war so meine Perspektive im Stadion. Und der Stimmungsblock ist ja da so ganz rechts in der Eckfahne. Das heißt, ich konnte nicht so richtig sehen, was da abgeht, weil da auch so eine Plexiglaswand dazwischen ist, wo man nicht so wirklich rüber sieht, was abläuft. Es wurde schon 90 Minuten lang gesungen, aber so mehr Lieder der jüngeren Generation, wo ich so als spielorientierter Supporter ja nicht so warm damit werde. Aber es war schon ein ordentlicher Support, würde ich sagen. Was mir immer ein bisschen fehlt, aber jetzt immer wieder beim Thema Stimmungskritik, was ich eigentlich nicht so gerne mag, ist, dass halt dann in der Schlussphase auch so Lala-Lieder kommen in den letzten 5 Minuten, wo es echt um alles geht und man vielleicht noch einen Punkt mitnehmen kann. Da würde ich mir gerne eine etwas brachialere Unterstützung wünschen, aber das müssen die Ultras wissen, was sie da singen. Also ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt, da mische ich mich jetzt nicht mehr ein in das Thema. Wie war es denn nach dem Spiel? 4 Niederlagen in Folge ist ja jetzt schon auch mal ein Stimmungskiller, so ein bisschen. Also nach den, ich habe es angesprochen, 8 Spielen ohne Niederlage am Stück zu beginnen, ist jetzt ein bisschen so die andere Richtung anvisiert worden. Ist da schon, sind auch böse Worte gefallen oder Pfiffe? Oder wie war dann die Reaktion, als die Mannschaft gekommen ist zum Block? Also das fand ich sehr interessant, weil die Mannschaft kam vor den Block und es war relativ lange sehr ruhig. Und ich glaube, man wusste nicht so recht, klatscht man ihnen jetzt Beifall oder beschimpft man sie. Und auch die Mannschaft stand da so ein bisschen verloren, würde ich es jetzt mal sagen. Und dann kam aber aus der Kurve relativ lautes Auf geht's Löwen, kämpfen und siegen. Und das waren, fand ich jetzt tatsächlich auch irgendwie die richtigen Worte, weil sie haben ja jetzt nicht total versagt, kann man überhaupt nicht sagen. Es war halt eine unnötige Niederlage, vielleicht mit etwas wenig Gegenwehr. Und ich denke jetzt im nächsten Spiel gegen die Viktoria muss auch wieder ein bisschen mehr gekämpft werden, hat ja der Bernd auch schon schön analysiert, dass man vielleicht auch mal wieder einen Meter näher beim Gegner stehen könnte, wenn der angreift. Und insofern glaube ich, war das eigentlich so eine ganz, ganz gute Anspruchshaltung gegenüber der Mannschaft auf den Punkt gebracht. Also ein Pfeifkonzert hätte ich jetzt echt übertrieben gefunden. Genauso wie ich überschwänglichen Applaus auch als nicht situationsgerecht empfunden hätte. Also ganz okay, aber mir ist schon aufgefallen, dass die Kurve erstmal so ein bisschen überlegt hat, wie sie reagieren soll. Weiß nicht genau, wie du das gesehen hast, Bernd. Ja, also ich bin relativ zügig nach Abpfiff raus, weil ich war tatsächlich ein bisschen angefressen. Aber nachdem, wie du das schilderst, halte ich das auch für eine richtige Reaktion. Also, aber ich hatte jetzt da nicht mehr die Muße, da noch irgendwie auf unseren Sitzplätzen zu bleiben nach dem Abpfiff. Hast du denn die Stadionwurst getestet in Freiburg? Ja, natürlich habe ich die getestet. Also Lob an Freiburg, die war gut. Auch das Bier da, das Tannenzäpfle, das ist ja durchaus trinkbar. Also kulinarisch ist man in Freiburg immer gut aufgestellt. Na, immerhin. Hat sich ja doch ein bisschen gelohnt. Darf ich noch was sagen? Ja, immer Auf gerne. gar keinen Fall. Ja, was jetzt? Ich entscheide das hier. Nein, Bernd, du bist auch gefragt. Ich habe ja ein bisschen auch auf den Niki Lang geachtet, der ja von uns dahin ausgeliehen ist. Und ich fand, der hat tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht und war da auch so der Abwehrchef der Freiburger, hat seine Mitspieler gut dirigiert und so. Also falls der tatsächlich zu uns zurückkommt, hat er vielleicht wirklich dadurch die Laie einen Schritt nach vorne gemacht, wäre meine Hoffnung.
Ja, das sehe ich durchaus ähnlich. Also der Lang hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Der hat, wenn man sich seine Statistiken anschaut, also besser geht's fast nicht. Ja, der hatte sage und schreibe 101 Aktionen in diesem Spiel. Ja, und von diesen 101 Aktionen waren 83% erfolgreich. Da Kann man zufrieden kann sein. man schon einmal den Hut ziehen. Also, der hat gerade mal zwei von seinen Kopfballduellen verloren. Und jetzt muss ich kurz nachschauen: Sekunde. Drei Zweikämpfe am Boden verloren und ansonsten ja, den ein oder anderen Pass nicht an den Mann gebracht. Aber auch da ist er bei über 90%. Von daher, also, wenn er zurückkommt, dann, und davon gehe ich fest aus, dann ist es auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Sehr Da gut. ist 97% Passquote. Unfassbar. Da war wohl Ja, jemand bei unserem motiviert. Pressing, aber gut, lassen wir Wie das. bitte? Bei unserem Pressing, aber lassen wir das. Ja, gut, trotzdem. Also, die Passquote haben wir nicht einmal bei den Rückpässen. Tja, so kann es laufen. Gut. Also haben wir diese leider schmerzhafte Erfahrung aus dem Breisgau, abgesehen jetzt natürlich von der Stadionwurst, haben wir besprochen, die war ganz gut. Ansonsten eher, naja, würden wir mal sagen, so ein bisschen und widmen uns im Mittelteil der heutigen Ausgabe mal wieder der Vereinspolitik. Wir haben es ein bisschen, ich habe es ja schon angesprochen, es wird wahrscheinlich jetzt bis Juni auch so bleiben, dass es das immer wieder beschäftigt und dieses Mal ist es, ja, ich würde sagen, schon ein richtiger Kracher, den man da diskutieren könnte, ein wenig in der Runde hier. Am Karfreitag gab es ein großes Interview in der Süddeutschen Zeitung. Titel ist ein Zitat: Mehr und mehr Fans begreifen, was gespielt wird. Wurde geführt von der SZ mit Klaus Rudorfer, Klaus Josef Lutz und Alexander Möst. Die beiden Erstgenannten kandidieren ja für den Verwaltungsrat. Das ist schon mal dann auch die erste Erkenntnis. Also das Bündnis Zukunft ist insgesamt mit 7 Kandidaten im Rennen. Klaus Rudorfer war ja bislang noch nicht genannt per Pressemitteilung. Das ist schon mal klar, dass er quasi jetzt da auch ein Teil davon ist. Alexander Möst, der Letztgenannte, ist eher so der strategische Kopf. Er wird im Interview geschildert, der quasi so ein bisschen da die Themen lenkt, wie auch immer genau das aussehen mag. Das geht nicht ganz aus dem Artikel hervor. Was daraus hervorgeht, sind ja doch viele heftige Aussagen, muss man einfach mal so festhalten. Als Zitat zum Beispiel fällt da unter anderem die letzte Chance für 60 sei dieses Bündnis oder seien die Kandidaten jetzt mit der Möglichkeit, sie bei der Wahl auf der nächsten Mitgliederversammlung jetzt in den Verwaltungsrat zu wählen. Es wird der Wahlausschuss sehr stark kritisiert. Im Endeffekt haben wir ja das ja schon mit dem Protokoll der Mitgliederversammlung 2018, das im Übrigen von Hans Sitzbergers Tochter und dessen Schwiegersohn geführt wurde, schon widerlegt, was da behauptet wurde im Interview. Uns wurde auch zugetragen, dass der Wahlausschuss von Klaus Rudorfer für die Leitung der Versammlung damit gelobt wurde. Mittlerweile sieht er das dann offensichtlich anders, weil es seien wohl nicht Fragen zugelassen worden, beziehungsweise vor allem kritische Fragen in Richtung des Team Profifußballs damals, wo er ja auch Mitglied war. Ja, kann man wie gesagt am Protokoll ablesen, ganz klar, dass es nicht so war. Ich meine, 10 Fragen gingen an Team Profifußball und 4 an die bisherigen Amtsinhaber. Von daher kann man das, glaube ich, nicht von dem Verhältnis sprechen, was Rudolf vor einem jetzigen Interview anspricht. Sein Namensvetter Klaus Lutz geht noch ein bisschen weiter und wirft oder nennt die Satzung also die aktuelle Satzung des Vereins undemokratisch. Dazu passt irgendwie dann auch, dass der Alexander Hofmann, ein weiterer Kandidat vom Bündnis Zukunft, munter Beiträge liked, wo davon gesprochen wird, es sei eine Diktatur aktuell, die bei 60 da regiert. Alles ziemlich harter Tobak. Es gibt auch eine Ansage Richtung aktive Fans in Hinsicht der Hasan Ismail Banner bzw. Fahnen, dass man die auf jeden Fall, es gäbe Mittel und Wege, die zu entfernen aus dem Stadion.
Der Slogan Stadion-Clique wird sehr oft wiederholt und soll sich so ein bisschen beim Leser wohl ins Gehirn einbrennen. Das ist ein bisschen, ja, weiß nicht, ob es herabwürdigend gedacht ist. Es klingt in meinen Augen zumindest ein bisschen so. Ja, Thomas, du hast ein riesiger Gedanken, ist auch schon ein bisschen aufgearbeitet, angesprochen. Du hattest auf der Rückfahrt viel Zeit mit deinen Mitstreitern, hast es in aller Ruhe analysiert. Wie geht es dir denn mit diesem Interview in der Süddeutschen? Leichte Frage, schwierige Antwort. Also, wenn ich darf, hole ich ein bisschen aus. Also, ich fand sozusagen diesen Grundgedanken des Bündnisses, mit dem die ja damals angetreten sind, irgendwie zwischen diesen zwei total zerstrittenen Parteien irgendwie vermitteln zu wollen, gar nicht so schlecht, weil ich auch diesen Streit einfach nicht mehr ab kann. Das kann man ja auch in mehreren Talks nachhören, wo ich das schon zum Ausdruck gebracht habe. Was dann im Laufe der Zeit ja passiert ist, ist, dass das ganze Ding da irgendwie immer mehr Eigenleben entwickelt hat und mir eigentlich relativ früh klar war, dass die entgegen ihrer eigenen Aussagen natürlich schon irgendwie nach der Macht im e.V. greifen wollen. Und ich meine, das ist jetzt spätestens mit diesem Interview sehr, sehr klar. Was mir weniger klar ist, ist, was die eigentlich wollen und was ihre konkreten Verbesserungsvorschläge sind. Und wir waren da 4,5 Stunden im Auto, haben die ersten 1,5 davon uns schön angehört, wie die Roten einen auf den Deckel gekriegt haben. Und die restlichen 3 Stunden haben wir dann tatsächlich über dieses Interview geredet. Und wir sind alle drei nicht so wirklich schlau draus geworden, muss ich sagen. Wir sind es dann wirklich Frage für Frage durchgegangen und haben versucht zu analysieren, was die uns denn sagen wollen. Also ich finde es relativ schwierig irgendwie. Also es ist aus meiner Sicht schon ein Frontalangriff auf den bestehenden Verwaltungsrat und das Präsidium, was ja gar nicht zur Wahl steht im Moment. Ich habe aber an keiner Stelle, und nicht nur ich, sondern auch die zwei, die mit mir im Auto saßen, irgendwie rausgefunden, was die denn jetzt anders machen wollen und was die besser machen wollen. Und ich finde, es gibt schon so ein paar Punkte, wo ich einfach inhaltlich überhaupt nicht mit konform gehe. Das eine ist, was du auch schon gesagt hast, damit gegen die Fahne vorgehen und so weiter. Also das klingt mir schon extrem repressiv und weiß nicht genau, was das bringen soll. Man hat ja gesehen, was passiert ist, als der Pfeiffer aufgrund eines angeblichen Missverständnisses mal die Tüten mit dem durchgestrichenen Ismaik-Gesicht am Eingang hat abnehmen lassen. Also das fand ich schon auch irgendwie sehr spooky. Und was mich wahnsinnig aufregt, ist dieser ganze Themenkomplex, wo es um die Kommunikation auf Augenhöhe mit Ismaik geht und wo eigentlich der EV-Seite vorgeworfen wird, nicht auf Augenhöhe mit dem Ismaik zu kommunizieren. Und da muss ich wirklich sagen, das sehe ich einfach komplett andersrum, weil der liebe Hassan schwebt ja dann immer von einem Tag auf den anderen irgendwie in München ein und hat aber leider nie Zeit, sich mit seinem Mitgesellschafter irgendwie auseinanderzusetzen. Nein, ganz im Gegenteil. Stattdessen trifft er sich auch noch mit Leuten von diesem Bündnis, die keinerlei Auftrag oder irgendein Amt in dem e.V. hätten oder so. Also das finde ich, das ist schon extrem eine Tatsachenverdrehung, die die da bringen. Und ich denke auch, der Reisinger ist jetzt der 5. Präsident, der versucht irgendwie mit dieser Hamm-Seite auf den grünen Zweig zu kommen. Und also da ist jetzt nicht nur der Reisinger dran gescheitert, will ich damit sagen. Das finde ich schon also extrem starken Tobak und mir fehlt einfach, fehlen mir die Lösungsansätze. Auch zum Thema Stadion, wo ich auch finde, dass das wirklich jetzt
Spiel zu sehr schleifen gelassen wurde, dieses Thema. Aber da kommt dann so, ja, wir brauchen ein neues Stadion. Ich habe da auch diesen Bündnistalk mir angeschaut, wo das vorgestellt wurde. Und es soll ja dann nicht nur ein Stadion sein, sondern gleich auch noch vier Trainingsplätze außenrum und so. Und jetzt gibt es angeblich auch jemanden, der das finanzieren will oder mehrere, wenn man da diese Aussagen richtig versteht. Aber wo soll das denn sein? Also da fehlt mir immer, wie der Norddeutsche sagen würde, das Butter bei die Fische. Also da werden sehr blumige Andeutungen gemacht, aber es kommt eigentlich nichts Konkretes dabei rum. Und ja, ich finde es schade, weil halt eigentlich durch sowas nach meiner Meinung nach diese alte Spaltung wieder befeuert wird und wir dadurch einfach nie diese Frontenbildung im Verein loskriegen werden. Und ich hätte mir eigentlich sehr gewünscht, wenn es schon sowas gibt, dass die mal tatsächlich versuchen, da irgendwie als so ein bisschen wie so ein Schiedsrichter oder Moderator vielleicht mal versuchen, diese zwei Seiten zusammenzubringen. Aber stattdessen entwickeln die jetzt so ein Eigenleben, wo für mich überhaupt nicht klar ist, auf was das am Ende hinausläuft. Ja, und insofern finde ich es relativ komisch. Ich meine, jetzt sind es ja noch 2,5 Monate bis zur Veranstaltung. Vielleicht wird das ja noch alles ein bisschen aufgeklärt, was die wollen, und ein bisschen konkreter, aber das ist schon alles sehr, sehr wolkig. Das war jetzt ein Riesenmonolog, tut mir leid, aber ich habe echt viel über das Ding nachgedacht und auch versucht, es zu verstehen. Ich tue mir echt schwer damit, aber vielleicht habt ihr es ja besser verstanden. So soll es ja sein. Bernd, der Alexander Möst, der auch im Interview mit dabei ist, hat ein Zitat gesagt, ist auch auf der Facebook-Seite zu finden vom Bündnis. Er sagt: Wir fangen hier nicht an, Luftschlösser zu bauen. Wir können 1860 nicht auf der grünen Wiese neu entwickeln. Jetzt hat Thomas auch schon angesprochen, im Teil vom Interview geht es auch im Stadion, wo sie sagen, eben es gäbe eine Finanzierung eines neuen Stadions. Und auch Klaus Lutz spricht nochmal an, dass Investitionen bzw. Sponsoren bereit stünden, sobald er halt im Verwaltungsrat wäre, bzw. sobald eine neue, wie Sie es ansprechen, Richtung eingeschlagen wird, würden etliche Sponsoren, so wie es da so rausklingt, ja, 60 unterstützen. Hältst du das beides für realistisch oder sind das so Luftschlösser, die eher in Richtung Wahlkampf gehen und schön klingen, aber nicht viel dahinter steckt? Wie schätzt du das ein? Also ich halte es für ganz blumige Wahlkampfversprechen. Das mit dem neuen Stadion, das haben wir ja schon seit Gott weiß wie lang dieses Thema und vor nicht ganz einem Jahr, im Mai letzten Jahres, gab es ja dieses Sit-in da im Kino am Sendlinger Tor. Und da haben wir ja mitgekriegt, dann aus den veröffentlichten Zitaten, zum Beispiel vom Herrn Stimoniaris, der ganz klar gesagt hat, es gibt in München kein Grundstück für ein Stadion. Das hätte er tatsächlich so von der Stadt gesagt bekommen. Also selbst wenn da, was ich nicht glauben kann, Sponsoren da wären, die das finanzieren würden, ja, es ist ja nicht alleine das Stadion, das man da braucht. Man braucht ja um das Stadion rum eine Infrastruktur. Also da, wo schon eine Infrastruktur ist, passt offensichtlich laut Aussagen, die von allen möglichen Leuten getätigt wurden, nirgendwo ein Stadion hin. Das heißt, man muss es irgendwo hinstellen auf der vom Möst angesprochenen grünen Wiese. Wenn ich das jetzt auf die grüne Wiese stelle, dann ist an der grünen Wiese noch keine Straße, da sind noch keine Schienen verlegt, da gibt es keinerlei andere Infrastruktur wie Leitungen, sei es jetzt Wasser, Abwasser, Elektrizität. Wie stellt man sich die Finanzierung von sowas bitte vor? Weil das Stadion allein lasst es irgendwas zwischen 100 und 150 Millionen kosten.
Ja, das ist, denke ich, was, wo man möglicherweise Sponsoren dafür findet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Sponsor, sagen wir mal, da sagt BMW, ja gut, ich sponsor da was mit, dass so eine Firma dann einen Straßenbau, einen Gleisbau und so weiter finanziert. Und das muss ja auch alles finanziert werden. Und dass da keine staatlichen Mittel dafür verwendet werden dürfen, leitet sich aus dem Grundsatz ab, dass es nur dann ginge, wenn alle Vereine mit ähnlichen Ambitionen an diesem Stadion profitieren würden. Ja, alle Vereine in München mit ähnlichen Ambitionen wie 60, das heißt 60, Türkgücü, möglicherweise Rot 2. Ja, müsste alles dann auch an diesem Stadion partizipieren. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da in irgendeiner Art und Weise staatliche Mittel für Infrastruktur bereitgestellt würden. Und das ist das, wo es dann am Ende wahrscheinlich scheitern wird, das neue Stadion. Ja, also das ist finanziell das Stadion an sich. Also die Tribünen, der Rasen und so weiter, Kabinen, was da so dazu gehört, Würstelstände, tralala, dass das finanziert wird, das kann ich sogar glauben. Aber der Rest, das möchte ich dann schon ins Reich der Fabel verweisen. Außer jemand legt mir tatsächlich einen von diesen Sponsoren ausgearbeiteten Plan hin und sagt, da, so werden wir das bauen, der und der Zeugs, dann glaube ich denen das. Aber vorher ist es für mich ein blumiges Wahlkampfversprechen, das möglicherweise natürlich bei dem einen oder anderen dann auch ziehen kann. Ja, aber wenn man das Ganze mal wirklich realistisch betrachtet, ist es eher schwer vorstellbar. Ich meine, möglich ist alles, aber da fehlt mir echt die Fantasie. Okay. Also ich frage mich halt, wo auch dieses Grundstück sein soll, weil ich kann mich erinnern, da war mal irgendeiner, auch irgend so jemand, der sich mit Städtebau auskannte, Mitte der 90er Jahre bei so einer FDS-Versammlung, wo ich auch war, und da saßen wir vor einem Falk-Stadtplan, falls ihr noch wisst, was das ist. Der Das war analoge Google Maps quasi. Ja, genau. Und extrem Schön. schwer zu falten. Und dieser jemand, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß und was der für eine Funktion hatte, der hatte ein 5-Mark-Stück mitgebracht und gesagt, der Platz für ein Stadion ist etwa, also in diesem Maßstab von dem Falkplan, etwa so groß wie ein 5-Mark-Stück. Und dann hat er dieses 5-Mark-Stück auf den Falk-Stadtplan gelegt und gesagt, jetzt schaut mal, wo in München so viel Platz ist wie ein 5-Mark-Stück. Ja, und da haben wir das da rumgerutscht über den Stadtplan von Milbertshofen bis Grünwald und von Aubing bis Riem. Und das war, lassen wir es 1995 gewesen sein, also vor knappen 30 Jahren, gab es da schon keine Fläche mehr, wo ein 5-Mark-Stück einfach so hingelegt hätte werden können. Und das ist ja in der Stadt München sicher nicht anders heutzutage. Und insofern, ja, glaube ich auch, dass das alles mit ziemlicher Vorsicht zu genießen ist, was das Thema Stadion angeht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, der Rudorfer hat das gesagt, muss ich da zustimmen, dass das Stadionthema leider viel zu sehr vor sich hin dümpelt. Und da muss jetzt was passieren. Sehe ich, denke ich, auch so. Also, da ist ja irgendwie eigentlich gar nichts passiert im Endeffekt in letzter Zeit. Von daher warten wir mal ab, in welche Richtung es geht. Also so ein bisschen Diskussion gibt es ja. Eine mögliche Erhöhung auf 17.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion. Langfristig soll es irgendwann mal 18.100 oder sowas im Eck sein. Wie der Umbau dann im Endeffekt aussehen soll. Ich glaube, irgendwann muss es da auch mal eine Entscheidung geben. Von da warten wir mal ab. Aber Bernd, nochmal an dich die Frage. Jetzt haben wir über Stadion
geredet aus dem Interview. Wie ist so dein Gesamteindruck, als du das gelesen hast, gewesen? Naja, für mich war das einfach mal ein pauschaler Rundumschlag gegen alles, was irgendwelche EV-Strukturen betrifft. Also schon allein das mit der angeblich undemokratischen Satzung. Die Herren sollen sich mal die alte Satzung durchlesen. Ja. Das war tatsächlich mal eher noch undemokratisch. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich irgendwo was Undemokratisches in der Satzung finde, dann, und ich bin der Meinung, das ist nicht demokratisch, dann stelle ich doch einen form- und fristgerechten Antrag auf der MV, um den Punkt, der mir da undemokratisch vorkommt, zu verändern. Es könnte so Und einfach sein. das ist ja kein Hexenwerk, so einen Antrag zu stellen. Es ist ja durchaus auch beschrieben auf diversen Seiten im Internet, wie man so einen Antrag stellen kann, wo man den einreicht und bis wann man den einzureichen hat, damit der dann auf der Mitgliederversammlung zur Abstimmung gestellt wird. Und wenn das ein vernünftiger Antrag ist, der in einer angeblich undemokratischen Satzung zu mehr Demokratie führt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mitglieder den ablehnen würden. Okay. Guter Punkt, denke ich. Und gerade Professor Klaus Lutz als Volljuristen und tätigen Anwalt kann man durchaus zutrauen, dass er so einen Antrag, wenn er denn wollen würde, entsprechend einreichen und formulieren würde. Ja, da ist die Frage, hat er denn einen eingereicht? Soweit ich Ich das weiß es nicht. Also mitbekommen ich habe, nicht. weiß gar keine Anträge eigentlich. Ich habe da noch gar nichts im Kopf. Nee, also von ihm habe ich jetzt den Namen nicht im Kopf, dass der auf der Liste aufgetaucht wäre. Na, dann kann es so undemokratisch doch gar nicht sein, wenn er selber keinen Antrag stellt. Ist ein Punkt. Thomas, auch nochmal an dich eine Frage. Und zwar, wir berichten ja jetzt oder haben über das Interview zwei Artikel gebracht, beziehungsweise drei mit den Giesinger Gedanken. Da wird dann zum Teil Hetze vorgeworfen in unsere Richtung und viele fragen auch, wovor man dann Angst haben würde. Hast du Angst, würdest du es so formulieren? Oder wie verstehst du die Reaktionen, die dann darauf in den Kommentaren kommen? Also, ich meine, jetzt bin ich natürlich voreingenommen hier als Redaktionsmitglied von 60er.de und wir haben uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir nicht hetzen wollen, sondern dass wir sachlich, möglichst objektiv berichten wollen. Wenn man von uns immer hört, dann heißt ja immer das e.V.-nahe Fanportal 60er.de und so. Also wir werden da schon mit einer gewissen Ecke assoziiert. Und ja, ich denke, wir setzen uns halt kritisch mit diesen Punkten auseinander. Und wir reden da jetzt auch schon wieder eine Viertelstunde drüber, glaube ich. Und haben auch noch nicht so richtig rausgefunden, was da Sache ist. Also ich denke, das hat schon seine Berechtigung, dass wir das machen, wenn das jemand als Hetze empfinden mag, ja, dann kann ich ihm auch nicht helfen, muss ich vielleicht jetzt so einfach sagen. Also ich glaube, wir haben schon den Anspruch daran, die Sachen ja, objektiv aufzubereiten. Und wie gesagt, wir tun uns ja alle schwer und ich habe auch in Freiburg mit Leuten gesprochen, die jetzt hier nicht bei uns dabei sind und so. Alle haben sich da sehr gewundert über die Aussagen in diesem Interview. Das haben jetzt wir als 60er.de nicht so exklusiv für uns, dass wir da mit diesen Aussagen relativ wenig anfangen können und die für unkonkret halten. Ich hatte mir auch tatsächlich in einer kurzen Sekunde überlegt, ob wir nicht unseren schönen Claim auf der Website, unabhängiges Fanportal von Löwenfans für Löwenfans,
umbenennen sollten in Parteiorgan der Stadion-Clique, sagt ja da auch einer. Also vielleicht muss man den Spieß auch mal umdrehen, keine Ahnung. Aber es wird da ja auch mit so gewissen verbalen Spitzen gearbeitet. Also, und das ist halt das, was mich eigentlich jetzt schon wieder nervt an der ganzen Situation. Ja, dass halt die Konflikte geschürt werden. Ich meine, es ist das gute Recht der Kandidaten, da ihre Meinung kundzutun. Und wenn die SZ dann am Interview anfragt, dann würde ich das auch nicht sausen lassen an deren Stelle. Aber ich denke, es ist auch unser gutes Recht, das zu kommentieren und so wie wir das sehen und das auch, denke ich, mit neutral überprüfbaren Fakten zu belegen. Und wenn das jemand als Hetze bezeichnen mag, dann sehr gerne. Aber ich glaube, es gibt wesentlich krassere Hetze im viel zitierten Löwenkosmos. Jetzt schimpft mich der Christian wieder, wenn ich das Wort sage, aber ich sage es trotzdem. Ja, ich muss da jetzt kurz mal auch meinen Senf dazu abgeben. Ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt, wie sich Hetze denn definiert. Hetze ist die Gesamtheit unsachlicher, gehässiger, verleumderischer, verunglimpfender Äußerungen oder Handlungen, die Hassgefühle, feindselige Stimmungen und Emotionen gegen jemanden oder etwas erzeugen. In unseren Artikeln kann ich tatsächlich nichts dergleichen finden. Wenn wir was schreiben, dann ist es belegbar. Wenn wir irgendwas widerlegen, dann widerlegen wir das anhand von Quellen. Wir widerlegen nichts, wo wir nicht hundertprozentig sicher sein können, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ja, also einen Holzweg findet man bei uns, wenn wir über irgendwas schreiben, eher selten. Also eigentlich gar nicht. Und von daher ist das Wort Hetze in dem Punkt einfach falsch, weil es ist möglicherweise scharfe Kritik, ja, aber wer sich aus dem Fenster lehnt und einfach Sachen behauptet, die nicht wahr sind, der muss sich auch dann nicht wundern, wenn jemand, der es besser weiß und das dann auch noch belegen kann, daherkommt und sagt, das ist jetzt aber nicht so, wie du das behauptest, mein Spezi. Ja, vor allem wenn es doch relativ einfach geht, wie gesagt, vorhin angesprochen, die Mitgliederversammlung das Protokoll von 2018 mal aufmacht, dann ist das irgendwie schwierig, sich in einem Interview so hinzustellen und sowas zu behaupten. Kann halt dann gut nach hinten losgehen. Auf jeden Fall, Thomas hat schon angesprochen, man muss noch ein bisschen abwarten. Das Bündnis Zukunft hat für, ich glaube, so Mitte April auch versprochen, konkretere Ergebnisse vorzulegen. Da sind wir mal gespannt, was dann noch kommt und uns erwartet. Auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, wie gesagt, 7 Kandidaten sind es bei den möglichen neuen Plätzen. Also hätten sie mehr als die 2/3 Mehrheit im Verwaltungsrat, wenn das denn so klappen sollte, auf der Mitgliederversammlung. Es wird, ja, 2,5 Monate sind es noch. Sicherlich eine spannende Zeit bis dahin. Und an der Stelle wechseln wir dann auch wieder ins Sportliche. Darf die Kapitelmarkierung hier wieder machen. Alle, die quasi kein Interesse haben an der Vereinspolitik, was auch in Ordnung ist, können sich jetzt quasi hier wieder einklinken. Wir sprechen noch über das kommende Heimspiel gegen Viktoria Köln. Blicken dazu mal zunächst auf die Tabelle. Hat sich einiges getan. Mal in den Sphären, wo 60 nicht so unterwegs ist. Platz 1 jetzt wieder zurück in Regensburg. Zweiter ist der Aufsteiger aus Ulm. Und dritter ist seit dem Wochenende jetzt, nachdem sie im direkten Duell gegen Dresden gewonnen haben, auch der zweite Aufsteiger Preußen Münster. Dresden ist auf Platz 4 zurückgefallen. Da ist die Stimmung sicherlich auch nicht die beste momentan. Auch im Sachsenpokal haben sie sich ja wirklich gerade so in die nächste Runde gemüht. Also das dürfte noch spannend bleiben da oben. Wer dann die Relegation packt, beziehungsweise wer direkt aufsteigt in die zweite Bundesliga. Auf jeden Fall ganz spannend. Zu Sandhausen auf Platz 5 sind es dann schon 5 Punkte Abstand. Also die 4 Mannschaften werden es nach aktuellem Stand so unter sich ausmachen. Gucken wir mal, wie das so endet. Und gehen dann leider ans andere Ende der Tabelle, wo die Löwen dann zu finden sind. Am Wochenende
Also es sind ja gerade 6 Mannschaften hinter uns. Bielefeld, Mannheim und Freiburg, haben wir ja besprochen, haben gewonnen. Alle anderen drei, die es noch gibt, Lübeck mit einem neuen Trainer, der MSV Duisburg und der Hallesche FC haben jeweils verloren. Heißt aktuell Platz 14 für die Löwen nach 31 Spielen mit 38 Punkten. Der Abstand auf die Abstiegszone ist weiter geschmolzen, sind jetzt nur noch 6 Punkte. Also das, was wir quasi mit der schönen Serie am Anfang unter unserem neuen Trainer geschafft haben, uns zu distanzieren von diesem gefährlichen Bereich. Das ist jetzt in den letzten 4 Spielen wieder enorm viel weniger geworden und wir müssen echt aufpassen, dass es da am Ende der Saison auch reicht und wir über dem Strich stehen. Dürften sicherlich jetzt noch spannende Wochen werden. Am Wochenende, jetzt am kommenden Samstag, ist erstmal der Tabellennachbar zu Gast. Das ist Platz 13, Viktoria Köln aus den 31 Spielen 11 Siege, 9 Unentschieden und 11 Niederlagen geholt, macht 42 Punkte, also 4 mehr als 60. Das heißt, wir könnten sie auch nicht überholen und dennoch wären natürlich 3 Punkte nicht so verkehrt. Nicht dabei sein wird Tim Rieder, der hat die fünfte gelbe Karte in Freiburg gesehen, zurückkommt dafür aber, außer er ist jetzt irgendwie noch verletzt oder krank, Marlon Frei nach seiner Rotsperre, der hat jetzt abgesessen mit den 3 Spielen, die er gegen Ulm kassiert hat. Ja. Wie sind dann so die Erwartungen auf Samstag, Thomas? Hoffst du einfach, dass die Mannschaft dir ein bisschen anderes Bild auf dem Platz zeigt und dass es dann reicht für einen Heimsieg, für einen dringenden Heimsieg im Abstiegskampf oder stellst du dich auf sehr, sehr harte Wochen bis Mai ein? Ich stelle mich schon eher auf harte Wochen ein, muss ich leider sagen. Und Viktoria Köln ist jetzt tatsächlich noch so rein tabellarisch nicht der einfachste Gegner, den wir noch vor der Brust haben. Und da sollte man dann schon mal wieder einen Sieg einfahren. Also 5 Niederlagen in Folge sind natürlich nie gut, aber dann geht es nach Regensburg danach, die ja jetzt da auch ihre Krise, also weiß ich nicht, ob sie die überwunden haben, aber die immerhin auch mal wieder gewonnen haben daheim und Tabellenführer sind. Also da ist es sicher schwieriger, was zu holen als zu Hause gegen Viktoria Köln. Ich denke, das ist so ein Spiel, da musst du einfach irgendwie einen dreckigen Sieg einfahren. Weil ich habe schon ziemlich Bammel davor, dass die unten nochmal aufdrehen. Also Halle hat ja heute den Trainer gewechselt. Duisburg steht mit dem Rücken zur Wand, die sind vielleicht fast schon ein bisschen weg. Waldhof hat einen ziemlich glücklichen Sieg geholt. Also mich würde es sehr beruhigen, wenn man jetzt gegen Viktoria Köln mal 3 Punkte einfährt. Dann hätten wir 41 Punkte. Ich glaube, dann müssten wir aus den letzten paar Spielen noch 5, 6 Punkte holen. Das ist hoffentlich drinnen. Mit Viktoria Köln ist auch aus dem Hinspiel ja noch eine Rechnung offen. Das war das Spiel mit dem vermeintlichen Schröter-Elfmeter, wenn ihr euch erinnert, Ich denke wo bestimmt. auch 60 ja sehr, sehr unglücklich verloren hat, finde ich. Also ich würde mir schon sehr, 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 sehr gerne einen Sieg wünschen, weil sonst wird es, glaube ich, nochmal richtig eng. Ich weiß gar nicht, wo spielen Waldhof und Halle? Haben die irgendwie Siegchancen? Weil wenn es dann nur noch 3 Punkte sind, dann wird es wirklich eng. Und ich habe mir natürlich wieder angeschaut, so wie hat die Viktoria gespielt in den letzten Spielen? Die sind ja auch so ein bisschen schwer einzuschätzen, denke ich. Die hatten einen ziemlich schwarzen Februar mit 4 Niederlagen, haben sich aber jetzt gefangen in den letzten Spielen, so aus meiner Sicht. Das wird sicherlich kein Spaziergang werden. Also mal auf den nächsten Spieltag geschaut und die Konkurrenten. Bielefeld legt am Freitagabend vor in Ingolstadt. Das heißt, die könnten mit einem Sieg erstmal vorbeiziehen. Sind 2 Punkte Differenz. Dann kommt Mannheim, sind aktuell 4 Punkte Abstand auf 60. Die spielen am Samstag um 16:30 Uhr zu Hause gegen Unterhaching. Und Halle unterm Strich 6 Punkte mit Stefan Reisinger. Das wissen wir jetzt gesichert. Stefan Reisinger gibt sein Debüt gegen den SSV Ulm am Sonntagabend um 19:30 Uhr im Heimspiel. Also sicherlich auch nicht die einfachsten Aufgaben, würde ich mal jetzt so sagen. Wobei, welche Aufgabe ist schon einfach in der dritten Liga? Ja, Eine. also
Ich denke, ein Sieg ist einfach mal wieder für alle irgendwie wichtig. Und ich bin echt auch noch überrascht, wie ruhig das jetzt ist nach 4 Niederlagen in Folge. Aber irgendwann wird auch das Tamtam im Umfeld wieder losgehen, wenn die jetzt noch weiter verlieren. Wir schauen nochmal auf die Gesamtbilanz. 9 Duelle gab es bisher in der dritten Liga mit Viktoria Köln. Das sind auch die alle Spiele, die es jemals gab mit den beiden Vereinen, die beteiligt waren. Dreimal sind die Löwen als Sieger vom Platz gegangen, 2 Unentschieden gab es und 4 Niederlagen. Das heißt, Tendenz ganz leicht auf Kölner Seite, wobei ja Thomas richtig angesprochen hat, im Hinspiel Ende Oktober. Das haben wir 2:1 verloren. Äußerst ungünstig, sehr interessante Schiedsrichterbeteiligung haben wir ja sicherlich im Talk auch genug aufgearbeitet und auch so in den Giesinger Gedanken. Es gab insgesamt 4 Platzverweise für 60. Quadvo, dann die gelb-rote Karte für Schröter und kurz vor Spiel, beziehungsweise am Spielschluss dann noch für Jakobacci und Marc-Nicolai Pfeiffer. Bernd, bist du zuversichtlich, dass da was gehen könnte gegen die Viktoria oder sagst du auch wie Thomas einfach, Hauptsache einen Sieg, ist dann am Ende auch scheißegal, wie das passiert, aber es muss jetzt mal wieder, müssen jetzt mal wieder 3 Punkte her. Ja, es müssen 3 Punkte her, das ist klar. Viktoria Köln wird nicht besonders einfach. Die haben grundsätzlich ganz gern den Ball, sind auch eine relativ passsichere Mannschaft, also können schon kombinieren, haben auch den einen oder anderen Spieler, der mit der Kugel richtig gut umgehen kann, den Marseille zum Beispiel. Und ich habe jetzt von Köln kein Spiel in der letzten Zeit gesehen, muss ich dazu sagen. Von daher gründet sich das jetzt, was ich sage, alles nur auf Statistiken, die ich mir angeschaut habe. Aber grundsätzlich, was wirklich wichtig sein wird, ist Aggressivität gegen den Ball, spätestens dann, wenn die in unsere Hälfte kommen. Ja, mir eigentlich am liebsten schon die gar nicht wirklich aus dem eigenen letzten Drittel rauskommen lassen, ohne Druck, sondern wirklich mal mit Mut zum Risiko, ja, die Defensivlinie auch mal hochstellen, Pressinglinie hoch, aggressives Pressing gegen den Ball und nicht im Raum den Gegner stressen. Da können wir, glaube ich, gegen Köln eher was holen, als wenn wir wieder auf Abwarten und Umschalten spielen, weil wenn unser Umschaltspiel, wenn es denn kommt, weiterhin so unpräzise ist, dann ist das frühe Attackieren vermutlich das Bessere. Hat sich denn ganz allgemein dein Eindruck vom Janik ist jetzt ein bisschen gewandelt in den letzten Wochen? Weil am Anfang waren wir natürlich auch alle euphorisch. Es lief ja super auf dem Platz und es sah auch wirklich gut aus, wie sie gespielt haben. Jetzt halt 4 Niederlagen am Stück. Trübt das so ein bisschen den Eindruck vom neuen Coach oder sind wir da trotzdem, also bist du da noch optimistisch, dass. Tatsächlich drückt es die Meinung gegenüber dem Trainer noch überhaupt nicht, weil jetzt muss man ja sagen, dass von den 4 Niederlagen zumindest 2 jetzt nicht wirklich verdient waren, ja. Und also schon allein das mit dem Ulm und der roten Karte da, das war Schweinerei. Und ja, also wichtig ist, dass der Mannschaft klar sein muss, dass sie ohne Kampf gegen den Ball nicht siegen wird. Ja, also da muss wirklich in den Köpfen der Spieler was passieren, dass man sich wirklich in jedem Zweikampf nicht nur stellt, sondern auch was tut. Okay. Dann sind wir mal gespannt, wie das am Samstag aussehen wird. Hoffen natürlich das Beste. Der Und Vollständigkeit jetzt halber. noch eins muss ich noch kurz sagen, und zwar, da geht es mir gar nicht um die Defensive, ja, weil unsere Jungs hinten in der Kette, die arbeiten normalerweise in dem Punkt echt gut. Ja, mir fehlt einfach die Aggressivität im Mittelfeld.
Ja, wir lassen im Mittelfeld zu viel passieren. Das ist das, worauf die Kritik eigentlich anspielt. Also in der wirklichen Defensive, also in der Viererkette, da sehe ich den Mangel an Zweikampfbereitschaft nämlich nicht. Gut, dann wie gesagt, der Vollständigkeit halber noch die letzten 5 Duelle durchaus wieder erfolgreicher für Köln. 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Jetzt am Wochenende haben sie gegen den VfB Lübeck zu Hause knapp mit 1:0 gewonnen. Davor, Thomas hat es angesprochen, im Februar lief es nicht so gut. Inklusive Pokal, 4 Niederlagen in Folge, also 3 in der dritten Liga und eine gegen Alemannia Aachen, den möglichen Aufsteiger aus der Regionalliga West. Von daher mal gucken, sind wieder ein bisschen besser darauf und sind gespannt, wie es am Samstag in Giesing laufen wird, werden dann natürlich wieder in der nächsten Ausgabe ausführlich dann darüber sprechen, hoffentlich über einen Heimsieg reden dürfen und 3 Punkte, die wir unbedingt im Abschiedskampf dann brauchen und schauen dann mal voraus. Euch beiden vielen Dank für die Zeit, für eure Einschätzungen zur aktuellen Lage beim TSV 1860 München. Euch allen eine gute kurze Woche, sind ja nur für die allermeisten, denke ich mal, 4 Tage jetzt zu bewältigen, bevor es dann schon wieder ins Wochenende gehen darf. Wir hören uns, wenn ihr mögt, dann wieder nächste Woche und bis dahin macht es gut, Servus und bis bald. Servus zusammen. 40. Keine weitere Folge mehr vom 60er.de Talk verpassen? Dann abonniert jetzt unseren Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Servus Löwenfans.